Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch dieses wunderbare Seifensäckchen machen. Ich habe hier in Baumwolle gearbeitet mit zwei Farben und wir haben hier ein Wendesäckchen. Das heißt, wir können diese Seite nach außen nehmen. Wir können aber auch, Moment, ich mache mal kurz auf. Vielleicht duftet es wieder hier wunderschön bei mir nach Pfirsich. Können aber auch. Moment, diese Seite nach außen nehmen, hier auf dieser Innenseite oder auch Außenseite, kommt drauf an, wie ihr es nehmen wollt, haben wir ein wunderschönes Perlenmuster und auf dieser Seite so eine Art Rippenmuster und das Ganze ist gehäkelt, es ist nicht gestrickt, obwohl es Perle und Rippe ist, es ist aber gehäkelt. Ich habe mich jetzt beim ersten Säckchen für das Rippenmuster entschieden. Das andere, was ich gleich mache, da geht dann das Perlenmuster nach außen. Als Seife könnt ihr selbstverständlich jede Seife benutzen, die euch gefällt oder die ihr verschenken wollt. Jetzt gerade bald ist Weihnachten und da passt das natürlich. Macht man so ein paar Seifensäckchen, tut die schön in einen Präsentkorb, verschiedene Seifen dazu und man hat ein wunderbares Geschenk, was man auch noch benutzen kann. Geschlossen und geöffnet wird es hier über diese Kordel, ihr habt es gerade gesehen, es geht ganz einfach zuzuziehen. Dann eine Schleife und schon ist das Ganze geschlossen und sieht auch sehr dekorativ aus. So, alle Materialien, die ich verwendet habe, die verlinke ich euch selbstverständlich wie immer unten in der Infobox. Die Seife, die ich jetzt hier drin habe, die kann ich euch nicht verlinken, weil die ist aus dem Aldi. Ich schaue aber mal, dass ich schöne Seifen bei Amazon finde und dann verlinke ich euch auch die, also ich finde das ideale Weihnachtsgeschenk, wenn man da so ein paar verschiedene macht. Man kann die auch mit anderen Farben kombinieren oder man macht aus demselben Muster verschiedene Farbmischungen, da sehen die Seifensäckchen auch immer ganz anders aus. Unten den Boden habe ich einfarbig gehalten. Und dann nach oben hin, dann schön bunt gearbeitet. So meine Lieben, und jetzt möchte ich mit euch zusammen dieses wunderbare Seifensäckchen häkeln. Für dieses wunderbare Seifensäckchen verwende ich die Gründelkottenpfann. Wir haben hier ein reines Baumwollgarn, also beide Sorten sind wirklich reine Baumwolle. Einmal in weiß und einmal in einem wunderbaren Grün. Aber ihr könnt die natürlich so mischen, wie ihr das wollt. Wir haben hier einmal die Farbe 23 und einmal die Farbe 001 und beide Garne sind 50 Gramm auf 115 Meter. So, das Ganze häkle ich mit der 3,5er Nadel und ich beginne mit Weiß. Wir machen eine Anfangsschlaufe und schlagen 17 Luftmaschen an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 14, 15, 16, 17. So sieht die ganze Reihe jetzt aus. Wir gehen jetzt in die zweite Masche von der Nadel aus. Das heißt, nicht in Masche 17, sondern in Masche 16. Und machen da rein eine feste Masche. So, und jetzt feste Maschen bis rüber bis zum Knötchen. In jede Masche eine feste Masche. So, jetzt kommt hier die letzte Masche. In diese kommen 3 Maschen insgesamt. Das war jetzt Masche 1 vom Zurückhäkeln. Und jetzt kommt in diese Masche noch 2 weitere Maschen rein. So, jetzt haben wir hier 3 Stück drin. Wir drehen das Ganze jetzt einfach auf den Kopf. Wir hatten das jetzt so und jetzt drehen wir das einfach auf den Kopf, so dass unsere gehäkelte Reihe jetzt hier unten ist und wir hier oben nochmal die Festen haben von der Luftmaschenkette.
Und wenn wir jetzt unsere Reihe hier oben anschauen, dann haben wir hier wie so ein kleines V. Hier oben geht ein Faden lang und hier unten geht ein Faden lang. Und da, wo dieser Faden endet, da stechen wir ein, holen uns den Faden und machen eine feste Masche. Wir gucken uns die nächste Masche nochmal an. Wir haben einen Faden, der geht hier oben lang und einer, der geht hier runter. Das sieht aus wie so ein kleines M oder wie so ein halbes Herz. Und da stechen wir unterhalb ein und setzen eine feste Masche. Und so häkeln wir uns jetzt auf die andere Seite. Ihr seht das auch immer ganz gut. Moment, ich zeige es euch gleich mal. Wenn ihr das Ganze nehmt und so ein bisschen zusammendrückt, dann seht ihr auch ganz gut, wo die Maschen sind. Ja, wenn ihr hier komische Musik hört, bitte entschuldigt, aber die Nachbarn kann man sich nicht aussuchen. So, in die letzte Masche kommen insgesamt 2 Maschen rein. Und so haben wir vom Anfang die eine Masche gemacht und jetzt die anderen beiden und haben damit die Runde vollendet. Und wenn wir uns das anschauen, sieht das Ganze aus wie so eine kleine Fischgräte. Und so von der anderen Seite. Tiefer, jetzt wird es scharf. Und so nochmal von so. So, jetzt machen wir 2 Runden in jede Masche eine feste Masche. Jetzt machen wir noch nichts Besonderes, sondern wirklich erstmal nur in jede Masche eine feste Masche. Keine Zunahme mehr, keine Abnahme mehr, sondern wirklich nur einfach 2 Runden. Also wenn ich mich mit dem Häkeln seinem Beat anpasse, bin ich mit dem Seifensäckchen in 2 Minuten fertig. So, den Anfangsfaden, den häkle ich hier einfach gleich ein bisschen mit ein. Da spare ich mir dann da das Vernähen. So, Runde 1 ist gleich geschafft. Die nächste Runde mache ich dann schnell ohne euch. Weil danach fangen wir dann gleich mit dem Muster an. Und dann brauchen wir auch das wunderbare Grün. Oder natürlich dann die zweite Farbe, die ihr euch für euch ausgesucht habt. So, ich habe jetzt hier das wunderbare Grün geschnappt. Das nehmen wir jetzt einfach auf die Nadel und ziehen das durch unsere Schlaufe durch. So, ab jetzt häkeln wir immer nur in das äußere Maschenglied. Das heißt, nicht mehr in das komplette V, sondern nur noch hier hinten, immer in das äußere Maschenglied. Und da rein immer eine feste Masche. Und dann seht ihr schon, wie sich hier unten so eine ganz süße kleine Kante bildet. So, jetzt bin ich gleich drumherum. Eine Masche haben wir noch. So, jetzt habe ich alles einmal in Grün. Jetzt ziehe ich mir den weißen Faden nach oben und mache jetzt eine Runde in Weiß, dann wieder eine Runde in Grün. Und so häkle ich mich jetzt im Wechsel nach oben. Wir stechen weiterhin nur in die äußere Masche ein und wechseln jetzt jede Runde einfach die Farbe.
Deswegen brauchen wir hier auch keinen Maschenmarkierer oder irgendwas, weil wir beginnen jede Runde mit einer neuen Farbe. Und wenn wir das Ganze jetzt schon mal wenden, dann seht ihr schon, dass wir hier so eine wunderbare Kante haben und jetzt hier eine in Grün. Und so baut sich das jetzt weiter nach oben auf. So, meine Lieben, nachdem ich mich in die Höhe geekelt habe, haben wir insgesamt 17 von diesen Streifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und grün 17. Wie ihr seht, ich habe schon mal die Seife reingepackt. Das ist so eine ganz tolle Pfirsichseife, die riecht wirklich wunderschön. Ist gekauft beim Aldi, aber ihr könnt natürlich jede andere Seife benutzen. Ich halte es mal so rum, da sieht man den Namen nicht so doll. Duftet wirklich ganz, ganz toll. So, ihr habt gesehen, die Seife passt wunderbar rein. Das ist jetzt die Innenseite, sieht aber auch ganz toll aus als Außenseite, wenn euch das Muster mal anschaut. Und wenn wir das Ganze drehen, haben wir das hier. Oh, das riecht so toll nach Pfirsich. Haben wir hier jetzt die Außenseite. Vorteil bei so einem etwas zuren Säckchen ist, dass nicht so viele Seifenstückchen durch die Maschen durchrutschen. Aber natürlich haben die etwas lockere Muster auch ihre Vorteile, sehen zum Beispiel auch sehr hübsch aus und sowas. Aber jetzt wollte ich mal ein geschlossenes machen. So, wir wechseln noch einmal die Farbe. Und zwar machen wir uns jetzt noch Platz für unsere Kordel, dass wir das Seifensäckchen auch schließen können. Ansonsten rutscht uns die Seife hier oben raus und das wäre schade drum. Wir machen eine feste Masche, natürlich wieder ins hintere Maschenglied. Jetzt machen wir eine Luftmasche, lassen eine Masche aus, stechen in die nächste ein, auch wieder hinten ins Maschenglied. Also wir machen jetzt unser Muster ganz normal weiter, nur dass wir immer eine Luftmasche machen, lassen eine Masche aus und gehen in die nächste danach dann rein und setzen unsere feste Masche. Und so arbeiten wir uns jetzt diese Runde durch. Die lassen wir aus, in die gehen wir rein. Luftmasche. Die lassen wir aus, in die gehen wir rein. Luftmasche. So, jetzt sind wir schon einmal drumherum. Und hier haben wir jetzt immer den Zwischenraum für unsere Kordel. Und die machen wir uns jetzt. So, wir schneiden den weißen Faden großzügig ab, dass man dann noch vernähen können. Und den grünen natürlich auch. Einmal durchziehen. Schon haben wir die Masche gesichert. Das vernähen wir uns dann noch. Jetzt schnappe ich mir beide Farben. Lege die nebeneinander. Ihr könnt natürlich auch nur eine Farbe nehmen, das kommt jetzt drauf an, wie es euch am besten gefällt. Ich nehme jetzt einfach bei mir beide Farben, mache eine Anfangsschlaufe und jetzt machen wir hier eine wunderschöne Luftmaschenkette. Wie ihr seht, ich nehme einfach immer beide Fäden mit und mache damit meine Luftmaschenkette. Das ergibt dann hier so eine wunderschöne bunte Kordel, wo sich beide Farben wiederfinden. So, und zwar habe ich jetzt hier eine Luftmaschenkette von gut 35 cm. Also das reicht auf jeden Fall. Faden abschneiden und durchziehen. Schön straff ziehen, da ist das nämlich gleich ordentlich gesichert. Jetzt verknote ich die beiden Enden noch. Und dann können wir das schon einfach abschneiden.
Und das hält wirklich bombenfest. Die Fäden sind vernäht. Jetzt müssen wir uns entscheiden, nehmen wir die Seite oder nehmen wir die Seite nach außen. Die Entscheidung müssen wir jetzt selber treffen. Jeder so, wie er mag. Entweder mit diesem wunderschönen Rippenmuster oder mit diesem wunderbaren Perlenmuster. Schwierig, schwierig die Entscheidung. Ich denke mal, ich nehme für mich jetzt das Rippenmuster. Und beim nächsten, den ich dann mache, geht dann das Perlenmuster nach außen. So, Seife reingepackt. Hier habe ich jetzt noch eine Seite mit den Fäden gelassen. Ganz einfach aus dem Grund, ich nehme die jetzt auf die Nadel und gehe jetzt im Zickzack durch unsere Luftmaschen, die wir hier reingehäkelt haben. Wir haben ja immer eine Luftmasche gemacht und eine feste. Und bei den Luftmaschen steche ich jetzt ein und da ziehe ich ganz sanft unsere Kordel durch. Einfach schön im Zickzack durch. Müsst ihr natürlich immer gucken, dass ihr die Luftmaschen auch erwischt. Und nicht wie ich eben aus Versehen durch eine feste Masche gehst, weil sonst kriegt man nämlich die Luftmaschenkette nicht dadurch. Die ist nämlich dadurch, dass wir zwei Fäden benutzt haben, ein bisschen dicker. So rauskommt, tue ich dann auch wieder da, wo ich mit der Kordel angefangen habe. Das heißt, in derselben Masche, so sieht man das ganz gut, das ist einmal Eingang und einmal Ausgang in derselben Masche. Dann wird das Ganze nur noch zugezogen. Eine kleine Schleife drauf. Und dann kann ich auch meine Fäden abschneiden. So. Und fertig ist dieses wunderschöne Seifensäckchen. Und die Seife ist gut eingepackt. Und wollen wir sie mal nachfüllen, einfach die Schleife aufmachen, das Säckchen aufziehen. Und da kommt man jederzeit an die Seife ran. So, meine Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und wer noch nicht hat ein Abo, dann verpasst er auch kein weiteres Video mehr. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.